Kabinengeflüster. Der Handball-Podcast aus dem Medienhaus Mainich. Präsentiert von Green Monkey. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kabinengeflüster, präsentiert von Green Monkey. Heute nehme ich das Intro mal in Ruhe bei mir zu Hause auf. Die Folge habe ich gestern, also Samstag, den 22. April aufgenommen. Da war ich nämlich bei Finn Zecher, dem Torhüter von Bundesligisten TBV Lemgo, zu Besuch. Der hat sein Paradenkonto mit 15 Paraden gegen den Bergischen AC gestern mal eben auf 142 geschraubt. Dazu aber gleich mehr. Ja, ich wollte das Intro jetzt eigentlich nur mal kurz nutzen, um euch etwas aufzuklären, warum genau ich hier beim Podcast und auch in der Aufstiegsrunde mit der HSG Hanau eine kleine Pause einlegen musste. Ja, ich habe leider Gottes Ende März, Anfang April die Diagnose Herzmuskelentzündung erhalten und war da, beziehungsweise bin immer noch gesundheitlich etwas angeschlagen. Jetzt Kabinengeflüster ist wieder am Start und da werde ich auch hoffentlich regelmäßig Folgen produzieren können. Handballtechnisch sieht es da natürlich etwas anders aus. Da muss ich jetzt leider erstmal mindestens 3 bis 4 Monate pausieren. Einfach nur, dass ihr da jetzt auch mal auf dem aktuellen Stand seid. Nun aber zur heutigen Folge. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich war beim besten Torhüter des Rewe Final Fours 2021 zu Gast. Der Held vom Pokalsieg des TBV Lemgo von vor 2 Jahren hat mit mir kurz vor seinem starken Auftritt gestern gegen den BHC eine richtig coole Folge aufgenommen. Wir tauschen uns da auch über ein paar Torhüter-spezifische Dinge aus. Ich glaube, das könnte echt ganz interessant sein. Und natürlich reden wir auch über den Pokalsieg 2021 der Lemgoer und auch das vergangene DHP-Pokal-Final Four, wo Finn ja mit Lemgo auch dabei war. Jetzt aber genug Solo-Gequatsche von mir. Ich werde da jetzt so einen coolen, fließenden Übergang in die Folge machen. Und somit, hi Finn, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann. Wirklich cool, dass ich dich am Spieltag, so kurz vom Spiel gegen BHC, dich besuchen darf. Was ist heute drin, beziehungsweise was ich dich auch fragen wollte, einfach auch dein Ablauf vorm Spiel, störe ich dich da jetzt oder wie gehst du das an? Ich habe da jetzt nicht so große Tradition vom Spiel, also ich halte nicht zu viel davon, wenn ich sage, es muss immer so und so laufen, dass ich ein gutes Spiel mache. Mhm. Ich finde, ich gehe den Tag so an, wie er läuft. So, wenn du mich fragst, ob wir einen Podcast aufnehmen können, mache ich einen Podcast mit dir, weil ich da auch richtig Bock drauf habe. Ja. Und wenn das am Spieltag ist, dann ist das so. Also, mich stört das überhaupt nicht. Ich habe alles im Kopf. Ich habe mir gestern schon und vorgestern die Videos angeguckt, die ich brauche für das Spiel heute. Ja. Und wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen, das stört mich nicht. Video gucken, machst du das alles alleine oder hast du da jemanden beim TBV? Nee, das mache ich alleine. Ich habe das als Brocco Ristowski bei uns war. Wir haben das immer zusammengeschaut. Mhm. Weil er das auch unbedingt wollte. So, mir war das jetzt nicht so wichtig. Also ich kann das auch mir alleine anschauen, aber er hat zu mir gesagt, er will das mit mir schauen. Wir gucken, was ich dazu sage und so. Aber ich schaue aktuell alleine. Okay, aber würdest du da so von dir behaupten, dass du da so ein kleiner Freak bist? Weil es gibt ja Torhüter, die ich kann auch gleich sagen, wie ich da denke. Ich meine, ich bin ja auch Torhüter. Und ich meine, da fällt mir jetzt zum Beispiel Matthias Andersson ein. Der ist ja so ein bisschen bekannt dafür gewesen, weißt du, dass er so ein übelster Freak ist. Bist du da ein bisschen lockerer? Bei mir war das. Es gab eine Zeit, da habe ich so viel Video geschaut, dass ich gesagt habe, der wirft, muss immer dahin werfen. Und dann im Spiel war das eine vielleicht andere Situation und er hat dann anders geworfen. Und ich habe trotzdem zu sehr darauf vertraut, so dass ich gesagt habe, ja nee, ich kann jetzt nicht nur Video gucken und nur das machen, was ich da sehe, sondern ich muss auch ein bisschen auf meine Intuition vertrauen. Ja, und ich glaube, Torhüter ist halt auch, da muss man. Sein Bauchgefühl ist einfach auch ganz wichtig, finde ich. So. Auf jeden Fall. Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich erinnere mich auch an Zeiten, wo ich so richtig viel Video geguckt habe und mich da so voll drauf verlassen habe auch teilweise. Und da vergisst du manchmal, glaube ich, als Torhüter auch so ein bisschen das, was dich stark macht, ne? Eben diese Intuition und dieses sich in den Gegner hineinversetzen, weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Also das ist eigentlich das, was ja einen gut macht im Tor, einfach zu denken, okay, was denkt der Schütze jetzt? Ja, und das vergisst du dann so ein bisschen, ne? Und vor allem, was ich auch finde, ist, du vergisst dann manchmal, dass du deine Abwehr auch zusammenspielst. Ich meine, du gehst dann nicht alleine. Du, genau. Du versuchst mit 7 Leuten das Tor zu verteidigen und die Abwehr, die versucht dir mit Block oder mit Kontakt dir zu helfen und dann verändert sich ein Wurf auch so, das kann man dann nicht nur so nach Video schauen. Einfach. Ja, auf jeden Fall. Es kommt auch immer ganz auf die Spiele drauf an. Zum Beispiel, ich meine,
Bei mir ist es, ich spiele jetzt zwei Klassen unter dir, bei mir ist es noch ein Stück weit anders. Ja. Ich würde sagen, da kannst du dich ein bisschen mehr, denke ich, noch auf die Wurfbilder verlassen. In der ersten Liga ist es dann wahrscheinlich so, die Spieler sind so gut. Also jede Millisekunde, die du dich zu früh bewegst, die wird da gnadenlos ausgenutzt wahrscheinlich. Ja, also ich finde schon, dass es ein deutlicher Unterschied ist auch nochmal. Aber es gibt in der dritten Liga und der zweiten Liga auch Spieler, wo ich mir echt schwer tun würde. Also es gibt ja auch Torhüter, die tun sich bei dem Spielertyp einfacher und bei dem Spielertyp so. Deswegen in der ersten Liga ist es oft so, dass sie einen harten Wurf haben und dazu noch Auge haben und schauen. So. Aber das gibt es in der dritten Liga auf jeden Fall auch. So, als ich da gespielt habe, habe ich auch Spiele gehabt, wo ich keinen Ball gehalten habe, weil einfach die Würfe, die aufs Tor kamen, für mich richtig scheiße waren. Auf jeden Fall, ja. Das ist in der dritten Liga, auch in der Oberliga oder was auch immer, überall laufen gute Handballer rum. Ne? Und nur, sage ich mal, wenn jetzt ein Torhüter aus der ersten oder aus der zweiten Liga mal in der Oberliga ein Spiel machen würde, das heißt nicht direkt, dass er da irgendwie 20 Bälle hält. Ne? Das kann ich sagen, wir haben in der Vorbereitung gegen eine Oberligamannschaft gespielt. Ja. So, alle haben erwartet, die schießen mir locker weg und so. Ja. So, dann habe ich habe auch angefangen in dem Spiel. So, und die ersten Würfe waren alles so Würfe mit Kontakt. So ich habe den Arm nicht richtig gesehen und sind dann irgendwie durch die Beine gerutscht und so. Ja. Und dann bist du auch so, denkst und, du direkt. Und wenn du einen Ball hältst, ist eh Freiwurf, so, weißt du, ich meine? Ja, genau. So. Und wenn du einen Ball hältst, vor allem, dann sagen auch alle, musst du auch halten. Weißt du, du bist Erstligator. Ja. So. Aber dann dich in das Spiel zurückzukämpfen, so auch wenn es technisch war, das war auch eine Erfahrung dann, aber. Ja. Ja, es ist nicht immer so einfach, wie man vielleicht denkt. So. Das ist dieses Zurückkämpfen, da können wir auch gerne mal drüber reden. Ja. Das ist eine Eigenschaft, Junge, das können auch wirklich die wenigsten, sage ich mal. Ne? Also ich nehme da jetzt zum Beispiel mal Niklas Landin oder Thierry Omeyer, die zwei. Ich meine, das macht die eben halt auch aus, dass es halt wahrscheinlich die zwei besten Torhüter sind, die es jemals gab. Da habe ich letztens so ein Spiel gesehen, 2010 Champions-League-Finale, Kiel gegen Barcelona. Der Omeyer hält nicht einen Ball. Nicht einen Ball. Grottenschlecht. Und er wird in der 50. Minute wieder eingewechselt und die letzten 10 Minuten vernagelt er das Ding. In der zweiten Phase, dann ist er da. Und also das ist so unfassbar schwer. Also ich spreche da aus Erfahrung, du kennst das wahrscheinlich auch. Also wenn du so schlecht in ein Spiel reinkommst und eine Gurke nach der anderen kriegst, das ist schon... Ich glaube vor allem für junge Torhüter ist das nochmal extremer. So, wenn du vielleicht ein bisschen älter bist und dann denkst du dir, komm, scheiß drauf, guck, was ich schon alles geleistet habe und so. Ich muss eh keinem mehr was beweisen. Ja, genau. So als junger Torhüter machst du dir vielleicht nochmal ein paar Gedanken mehr darüber, aber wie du sagst, als Torhüter musst du dann da sein, wenn du wirklich gebraucht wirst in der entscheidenden Phase so und das macht dann wirklich einen sehr guten Torhüter einfach aus. Auf jeden Fall. Ja, ich kann auch gerade mal von gestern erzählen, das war auch einfach wieder ein verrücktes Spiel bei uns, eine Aufstiegsrunde. Ja. Jetzt ist es ja raus, ich bin ja raus mit einer Herzmuskelentzündung, ich werde dieses Jahr nicht mehr spielen und da für mich war gestern der A-Jugendtorhüter von uns, Nico Scholz, mit an Bord. Und wir gegen Aue, gegen Top-Favoriten um Aufstieg in die zweite Liga gespielt. Und der Kerl, 18, 19 Jahre alt, wird dann da in der 45. Minute, war es, glaube ich, wird der eingewechselt, hält 3, 4 wichtige Bälle und unter anderem den allerletzten Ball, um es unentschieden zu halten. Und die Halle tickt aus. Das war Rambazamba, was da abging bei uns. Und der Typ, für den war das wahrscheinlich das Größte. Also das war so geil, auch für mich damit anzusehen, wie er einfach diesen letzten Ball hält. Also es war wirklich überragend einfach. Ja, erstmal nochmal gute Besserung an dich. So, ich habe es schon mal gesagt, aber nochmal auf der Seite. Ja, also ich habe das Spiel ja auch gesehen gestern, habe ich ja schon erzählt. Ja. Also das war echt die zweite Halbzeit eigentlich fast keine Torwartleistung. So. Mhm. Und dann kommt er rein, so... Ich kannte ihn gar nicht, um ehrlich zu sein. So. Ja. Ich verfolge das schon alles ein bisschen, aber ihn kannte ich zum Beispiel gar nicht. Und hat dann die wichtigen Bälle gehalten, so, dass sie dann noch schafft, das aufzuholen und zum Unentschieden. So läuft es halt. Ja. Ne? Und jetzt kennen ihn wahrscheinlich schon der ein oder andere mehr. Wie schnell das gehen kann. Du sprichst aus Erfahrung, ja, ich wirklich, auch. Wirklich. Das kann wirklich mal ganz schnell gehen. Das ist meistens ein Spiel. Du rechnest gar nicht damit, dann bist du eingewechselt. Es verändert alles, ja. Also wirklich, das war gestern, ich saß da am Spielfeldrand und das hat mich wirklich so ein bisschen dran erinnert, wie Krieger ist da meine Mannschaft aufgelaufen. Ne? Also Aue ist ja der haushohe Favorit gewesen. Ne? Ja, stimmt, und die meisten denken, okay, die Hanauer, die werden da ein bisschen mitspielen, am Ende wahrscheinlich mit 6 Toren auf so verlieren. Aber wir lagen da 10 Minuten vor Schluss mit 4 hinten. Ja.
und da steht die halbe zweite Mannschaft auf dem Feld, ne? Also das waren Perspektivspieler, die da gespielt haben, am Kreis, im Tor, auf links außen. Junge, wie Krieger. Das ist wirklich das, unfassbar. Das zeichnet euch auch echt aus. Und schon früher, als ich gegen Hanau immer gespielt habe, so, dass die Spiele waren einfach nur Kampf. Egal, ob wir in Hanau oder in Großweichert gespielt haben. Also du wusstest schon vor dem Spiel, das wird jetzt ein Kampf. Den musst du annehmen, wenn du da eine Chance haben willst. Mit der Halle zusammen, Auf jeden Fall. Das hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, ich habe für mich auch. Und gleichzeitig hat es wehgetan, nicht helfen zu können, aber auch... Und dann, was lustig war, Aue hat nach dem Spiel gepostet, 28-28 gegen anders spielende Hanauer. Anders spielende Hanauer. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber wir nehmen es mal als Kompliment, würde ich sagen. Kann beides sein. Ja. Aber jetzt, ich glaube, heute ist für euch das erste Spiel nach dem Final Four, oder? Ja, genau. Da können wir vielleicht auch mal aufs Final Four zurückkommen. Das war ja letzte Woche, da habt ihr im Halbfinale gegen SC Magdeburg gespielt. Ja. Habt da leider verloren, auch das Spiel um Platz 3 dann gegen Flensburg leider verloren. So ein kleines Fazit von dir zum Final Four. Es war halt auch persönlich für mich schon enttäuschend. Ich habe mir schon mehr vorgestellt. Ich finde, wir haben gegen Magdeburg echt gut mitgehalten. Aber was dann uns echt gefehlt hat, waren halt so ein paar wichtige Torhüterparaden von mir und auch von Ur. Wir beide hätten, finde ich, noch ein paar mehr Bälle halten können, vor allem in der wichtigen Phase. Wir haben echt gut vorne gespielt, guten Angriff gespielt, gute Abschlüsse gehabt, aber hinten ein paar mehr Bälle noch geholt mit der Abwehr vielleicht zusammen, dann wäre da vielleicht noch mehr drin gewesen. Wir waren natürlich alle sehr enttäuscht nach dem Spiel, weil wir auch wussten, dass da mehr drin war, dass wir nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft waren in dem Spiel. Ja. Und dann am nächsten Tag das Spiel um Platz 3, das war eine schöne Kopfaufgabe, ein Spiel musst du annehmen. So gab es noch nie, glaube ich, im Pokalfinal vor, ein Spiel um Platz 3. Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen. Flensburg hat das auch ernst genommen. Also wir hatten vielleicht die Hoffnung, dass die das vielleicht da mit Halbgas fahren, weil sie am Dienstag ja auch schon wieder spielen. Euroleague gespielt dann, ja. Ja, genau. Sie haben das voll ernst genommen, das Spiel. Ja. Sind da, wollten auch direkt zeigen, dass sie nicht zufrieden waren mit dem Spiel davor gegen Rhein-Neckar-Löwen. Und haben uns leider nicht so viele Chancen gelassen und wir haben auch nicht das gezeigt, was wir können. Ja, am Ende haben wir es noch ein bisschen, das Ergebnis ein bisschen niedrig halten können, aber ja, es war dann verdient, dass wir verloren haben auf jeden Fall. Ja, du hast das Spiel um Platz 3 gerade angesprochen, das steht ja gerade so ein bisschen auch in der Öffentlichkeit, in den Medien wurde so ein bisschen darüber diskutiert. Zum Beispiel auch Johannes Goller hat da, glaube ich, gesagt, ja, das Spiel um Platz 3, das ist einfach, ich zitiere ihn da jetzt nicht, sondern aber so die Message dahinter war so ungefähr, das Spiel ist unnötig, so wir spielen in 2-3 Tagen wieder Euroleague, so hier geht es nur um die goldene Ananas und wir machen uns hier die Körper kaputt. Ja. Was sagst du dazu? Also ich habe das jetzt nicht mitbekommen, was er gesagt hat. Mhm. Ich kann das aber voll nachvollziehen, was er sagt, dass das für sie echt hart ist. So, die haben dann gegen Granollers in der Europa League ein sehr wichtiges Spiel. Aber für uns und vor allem für mich persönlich fand ich in der Atmosphäre da in Köln, das war mega. Und ich hätte noch von mir aus 10 Spiele da machen können, auch wenn es um nichts geht. Das hat einfach so viel Spaß gemacht. Auch wenn du vielleicht nicht deine besten Tage erwischt hast. Aber es hat einfach so Spaß gemacht, da einfach Handball zu spielen, die Atmosphäre mitzunehmen. So. Und ja, deswegen, für mich war das jetzt nicht so groß, also nicht so schlimm, dass ich da spielen durfte. Und auch die Belastung, wir spielen jetzt erst wieder, eine Woche später, so das war halt auch kein Problem. Das ist halt der Unterschied, für Spieler wie dich, oder auch manche andere aus deiner Mannschaft, ist das natürlich ein Riesenerlebnis, ein Riesending. Auf jeden Fall. Ne, der TBV Lemgo, ich meine, okay, ihr seid vor 2 Jahren Pokalsieger geworden, jetzt wart ihr wieder im Final Four. Aber trotzdem, so das kriegt man trotzdem nicht jedes Jahr mit, so ein Final Four. Ja. Für die Flensburger ist es halt schon was anderes. Ne? Die sind internationale Ebene gewohnt, Länderspiele, Bundesliga immer die in den Top 3 wahrscheinlich dabei. Und für die haben dann in den sauren Apfel gebissen, ne? Und haben dann sogar verloren dann im Europapokal. Ja, genau. Was nicht jeder geglaubt hätte. Ne? Also ich glaube, wenn die fit gewesen wären, hätte es da schon anders ausgehen können. Ja, das war halt unsere Hoffnung vielleicht auch, dass sie sagen, ja komm, das Spiel um Platz 3, da scheißen wir drauf. Wir lassen da unsere zweite Garde oder so spielen oder dritte Garde. Und sie haben das echt ernst genommen. Für uns war das echt nicht so schön, aber ja. Jetzt, so ist das manchmal. Jetzt, ich habe es gerade schon erwähnt und ich gucke da auch gerade, ich meine, du sitzt gerade im Weg, aber ich habe gerade schon den Rewe-Gutschein gesehen, wo 500 Euro draufsteht, ganz groß und bester Torhüter.
Lass uns über den Pokalsieg 2021 mal kurz sprechen. Müssen wir einfach, weil du hast da auch eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei gespielt. Und das war wahrscheinlich für dich dieses eine Spiel, was deine Karriere auch so ein bisschen verändert hat. Ja, ne, und was dafür gesorgt hat, dass dich der ein oder andere Mensch in ganz Deutschland mehr kennt. Was war 2021 auch im Halbfinale, da hast du ja, glaube ich, nicht gespielt, ne? Nee, wirklich. Gegen Kiel. Das war ja auch ein verrücktes Spiel. Auf jeden Fall. Was war damals anders oder warum hat es damals einfach hingehauen? Was war da los? Also, wie war das? Also, wenn du das jetzt vergleichst, damals mit jetzt vor einer Woche, das kannst du einfach nicht. Das war was ganz anderes. Wir hatten auch ganz andere Spieler und bei so einem Turnier entscheiden auch einfach Kleinigkeiten. So, wir waren damals gegen Kiel im Halbfinale mit 7 Toren zurück zur Halbzeit. 7 Toren waren es, glaube ich. Ja, und dann in der Kabine sagen ein paar erfahrene Spieler von uns auch, ja, dass im Pokal alles passieren kann, dass wir nicht den Kopf hängen lassen sollen, dass wir noch nicht verloren haben. Ich weiß auch noch ganz genau, dass Christoph Theuerkauf hat gesagt, es ist manchmal besser, mit 7 Toren zurückzuliegen zur Halbzeit, als zu führen. das konnte ich nicht so ernst nehmen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, wenn wir mit 7 Toren führen, dann ist das viel besser. Aber Kiel hat dann vielleicht ein, zwei Gänge zurückgeschaltet und wir haben dann das genutzt und ja, am Ende waren wir ja in diesem Flow einfach drin und sie konnten uns dann auch nicht mehr aufhalten so richtig. Und ja, das aus dem Spiel, dann aus dem Halbfinale, das mitzunehmen ins Finale, das ist dann auch eher einfacher, würde ich sagen, also den Flow mitzunehmen. Ja. Auch wenn du nicht gut ins Finale startest dann, aber ja, du bist so selbstbewusst. Jetzt geht die Kaffeemaschine los. Warte mal kurz. Ah, okay, jetzt geht's. Aber bevor du zum Finale kommst, ich muss kurz was zum Halbfinale sagen. Ja. Ich hoffe, man hört jetzt die Kaffeemaschine nicht allzu sehr. Aber dieses ich erinnere mich, wie ich da in der zweiten Halbzeit stehend vorm Fernseher stand. Und wirklich, als wäre ich die hard TBV Lemgo-Fan und würde schon seit der Kindheit in der Lemgo-Bettwäsche schlafen, so ungefähr, weißt du. Weil ich kann mich auch nicht, natürlich bei solchen Turnieren ist es immer so, dass du als neutraler Zuschauer dann schon auch häufig dann dem Underdog so zujubelst ein bisschen, ja. Aber dass der THW Kiel so einen 7-Tore-Vorsprung aus der Hand gibt, das habe ich selten gesehen. Und in was für einer Manier ihr da aufgetreten seid in der zweiten Halbzeit. Und auch das, was du gerade erzählt hast, Christoph Theuerkauf, was er da in der Halbzeit gesagt hat. Alter, da kriege ich hier fast schon Gänsehaut. Ja, ne? Also, ich gerade habe schon wieder Gänsehaut bekommen, als ich darüber geredet habe. Also unfassbar. Ne? Und was im Finale dann abging, das wirst du jetzt wahrscheinlich auch nochmal erzählen. So, was war das für dich für ein Gefühl? Boah, also das in der 15. Minute, glaube ich, oder inzwischen 15. und 20. Minute, sagt Flo zu mir, ja, Finn, mach dich mal bereit, so. Und dann ging's los. Ich war so nervös, das kannst du dir nicht vorstellen. Davor war ich ein halbes Jahr verletzt, habe ein Bundesligaspiel gemacht. also nach meiner Verletzung ein Bundesligaspiel gemacht. Und dann sagt er zu mir, ja, mach dich bereit, du kommst gleich rein und noch ein Gegentor. Ich habe wirklich meine Hand so ausgestreckt und habe echt gezittert, so. Aber ich habe versucht einfach zu sagen, Finn, du hast nichts zu verlieren. Weißt du, du kommst da jetzt gleich rein und keiner erwartet von dir, dass du ja jetzt 20 Bälle hältst oder das Spiel gewinnst. Und ja, als ich dann wirklich reinkam, und da habe ich den ersten Ball, glaube ich, direkt auch gekriegt. Aber ich habe mir gedacht, das war wirklich so, da habe ich mir nicht gedacht, scheiße, den habe ich jetzt bekommen. Ich habe mir gedacht, scheiß drauf, also ich mache einfach weiter, ich habe meinen Spaß, die Atmosphäre ist echt toll. Ja, und dann kriegst du irgendwie Hände an den Ball. kannst du manchmal gar nicht selber erklären, so. Und dann, ja, als Torhüter ist es halt dann manchmal so, dann, wenn du in so einem Spiel drin bist einfach und einfach Spaß hast und du hast das Gefühl, jetzt gelingt dir einfach alles, weißt du? Und das ist halt gerade in so einem Spiel dann passiert. Ich glaube, hätte ich mir vorher nicht schöner ausmalen können, auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch wirklich gut an das Spiel. Gegen Melsungen war das damals. Ja. Ey, und ich meine, ich habe dir da auch so... Ich fand das so geil, als ich gesehen habe, du wirst da jetzt eingewechselt, ne? Ich so, geil, Alter, Finn wird eingewechselt, ne? Und dann habe ich mir natürlich genau sowas erhofft, ne? Und das war dann, als du dann, in der zweiten Halbzeit ging das ja dann richtig los, ne? Wo du dann auch 2, 3 Bälle hintereinander gehalten hast und ihr führt und es ging dann immer so weiter, ne? Also ich habe mir dann auch gedacht, oh ja, jetzt irgendwann muss er ja auch mal wieder einen kassieren, aber nee, du hast dann immer weiter gemacht, irgendwann waren es nur noch 10 Minuten. Alter. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Also, unfassbar, oder? Ich,
Ich kann das ja gar nicht richtig erklären, warum das so gut lief damals. Ja, ja gut, manchmal einfach, ist das einfach so. Es ist einfach so. Ich meine, okay, das war jetzt vielleicht nicht die ganz große Bühne, aber beim letzten Saisonspiel gegen Bietigheim, bei uns, wo es um Klassenhalt ging in Großwallstadt, wurde ich danach auch gefragt, da war ich auch bei der Margot Stab im Podcast, die hat mich auch gefragt, wie hast du das eigentlich gemacht? Ich gesagt, Margot, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. So, ich hätte mich auch umdrehen können mit dem Rücken zu den Schützen. Gefühlt, ja. So, die hätten mich da auch abgeworfen. Ne? Also natürlich, so, das ist so dieses berühmte Momentum oder in der NBA sagt man on fire. Ne? Also irgendwie, es scheint einfach alles zu funktionieren und das hat ganz viel auch mit dem Kopf zu tun. Ne? Auf jeden Fall. Einfach, wenn du im Tor stehst und weißt, okay, du hast im letzten Angriff den Ball gehalten, da steht ein ganz anderer Torhüter im Tor, wie wenn einer weiß, ich habe die letzten drei Angriffe ein Ding kassiert. Ne? Und ich glaube, das ist auch dann Spaß. Auch, du bist einfach im Kopf dann so von den Gegenspielern so. Ich glaube auch, dass dann ein paar nachgedacht haben, so, wer ist das überhaupt, der da gerade reinkommt ins Tor und hält auf einmal alles so. Das ist, glaube ich, für einen Torhüter immer, es ist einfach eine spezielle Position so. Ich glaube, das ist nicht vergleichbar mit irgendwas anderem einfach. Also da ist auch, ich würde sagen, es ist die Position, wo der Kopf Abstand am meisten noch eine Rolle spielt. Ja. Also ich kann jetzt nicht so bewerten, wie das bei anderen Positionen ist, weil noch nie gespielt da, aber ich glaube schon, dass das da eine sehr, sehr große Rolle auf jeden Fall spielt. Denke ich auch, Ich habe mir irgendwann angewöhnt einfach, wenn ich vielleicht mal nur ein durchschnittliches Spiel mache oder ein nicht so gutes Spiel, im Tor zu stehen und mir immer vorzustellen, okay, Can, du hast im letzten Angriff den Ball gehalten. Und so halt versuchen, immer in der Kiste zu stehen, auch wenn es nicht so gut klappt, aber du musst dann halt irgendwie versuchen, deinen Kopf auf die Höhe zu bringen. Ne? Also ich bin auch noch nicht ganz dahinter gekommen, wie es dann da letztendlich eine Lösung zu finden. Ja. Ich habe das auch schon mal probiert, so mit, dass ich dann versucht habe, wenn in so schlechten Phasen mir gedacht habe, wie war das denn damals im Pokalfinale, und versucht habe, mich in die Lage zurückzubringen. Ja. Ja, für mich hat das auch noch nicht so gut funktioniert, weil das einfach was ganz anderes ist, wenn du da eingewechselt wirst oder wenn du jetzt da stehst und keinen Ball in die Hände kriegst, weißt du, deswegen ist das nicht immer ganz so einfach. Die menschliche Psyche oder Sportpsychologie ist schon was ganz Verrücktes, ne? Weil eigentlich du bist der gleiche Torhüter und die Würfe sind nicht viel härter, die Würfe sind nicht viel platzierter. Ja. Aber manchmal gelingt es und manchmal gelingt es nicht, ne? Und das ist dann halt die einfach Kunst, dann die Konstanz zu finden. Genau. Konstanz da reinbringst in dein Spiel und dass du wirklich immer konstant deine Leistung bringst und das ist wirklich die Kunst an, vor allem am jungen Torhüter auch, da dann das rauszufinden. Auf jeden Fall. Ja. Also wirklich die meisten jungen Torhüter, ich meine, wir kommen auch gleich noch auf David Spät zu sprechen, da kommen wir nicht drumherum. Kommen wir nicht drumherum. Ne? Aber das ist wahrscheinlich, jeder junge Torhüter ist wahrscheinlich in der Lage, also der Talent hat, der gut ist in der Lage, so ein Spiel zu machen. Nur die Frage ist, wie konstant oder wie oft schafft das dann? Ne? Und im Alter mit der Erfahrung wird es dann wahrscheinlich immer besser. Das merke ich, das merkst du. Ja. Wahrscheinlich mittlerweile, dass das jetzt besser funktioniert als wie vor 4 Jahren, weißt du? Aber das kommt doch nicht von allein. Also du kannst nicht sagen, ich werde jetzt einfach älter. Jung, weißt du? Ich werde einfach älter. Ja, genau. Du musst dafür auch hart arbeiten und dir auch darüber Gedanken machen, mit dem Kopf auch wissen, was du jetzt machst und wie du da hinkommst einfach auch. Ja, so. Das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, David Spät, eine ähnliche Geschichte wie bei dir, würde ich schon fast sagen. Mit dem habe ich ja bei den Rhein-Neckar-Löwen zusammengespielt, mit dem David. Ah, okay. Ne? Also ich kenne ihn auch persönlich und ich weiß, wie er tickt, was er für ein Typ ist. Und als ich den damals kennengelernt habe, so da man hat schon erkannt, okay, das ist schon ein besonderes Talent. Okay. Ne? Also da war er in der B-Jugend, glaube ich, kam aus Kaiserslautern. Der war noch nicht irgendwie größer als alle anderen, nicht irgendwie breiter als alle anderen. War so wie ich auch immer ein bisschen chubby, so weißt du, ich meine, damals. Aber dann nach einem halben Jahr sah er dann schon ganz anders aus, ne? Die Stimme tiefer geworden, gewachsen und fitter geworden. Man hat sich schon herauskristallisiert, dass es ein Riesentalent ist. Ja. Und hat ja jetzt auch schon in der Bundesliga auch wirklich gute Spiele gemacht, ne? Als auch Palicka und Appelgren verletzt waren. Aber jetzt diese Geschichte, jetzt beim Final Four. Ja, auf jeden Fall. Also er hat schon in der Bundesliga gegen uns ein gutes Spiel gemacht. Jetzt im Hinspiel gegen Rhein-Neckar-Löwen kam er rein für Bierleben, dann in der 15. Minute hat gegen uns auch echt gut gehalten. Und jetzt das Final Four, also
das war echt krass. Also er kam rein und hat ja wirklich jeden Ball gehalten. Warst du in der Halle? Ich war in der Halle, ja. Ich habe mir das live angeschaut. Ja. Also der hat ja wirklich kein Gegentor kassiert gefühlt, wirklich. Also, nee, der hat den den ersten 7 Meter, der ging an die Latte, ja. Da ist er dann im Tor geblieben und dann hat er aber in dem Angriff noch ein Tor kassiert tatsächlich. Aber okay. Das stand in der App auch nicht in den Statistiken. Ne? Das Tor, okay. Ich glaube, das Tor hat Bierlehm bekommen. Aber was dann passiert ist, erstmal musst du Sebastian Hinze, dem Trainer von Löwen, ein Kompliment, glaube ich, machen, dass er da seinen dritten Torhüter 7 Sekunden vor Schluss bei Unentschieden einwechselt zum 7-Meter und dass der Typ den hält. Der hält diesen 7-Meter gegen Kai Smietz, einen der besten 7-Meter-Schützen, den es gerade gibt in der ersten Liga. Ja, ja. Und dann darf der tatsächlich drin bleiben in der Verlängerung. Und der hält jeden Ball. Ich stand, wie bei dir damals, ich stand vor diesem Fernseher und habe gedacht, was ist hier los? Also das war wirklich in der Halle, das konnte keiner richtig fassen. Ja. So, wenn ich seitlich geguckt habe, die neben mir auch so, was ist da jetzt los? So, also es hat einfach mega Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und ich habe es ihm so sehr gegönnt. Ja. Weil also, das Gefühl, was er hat, glaube ich, das kann man das nicht anders nie, irgendwie bekommen, keine vergessen. Ahnung. Genau, das auch. Dem hast du auch im Gesicht, wenn der gejubelt hat, du hast den angeguckt und du hast gesehen, der schreit sich da gerade wirklich dem hast du ins Gesicht geguckt, der konnte selbst gar nicht glauben und der war so richtig, was passiert hier gerade, oh mein Gott, ne, so, aber wieder auf dieses, worüber wir gerade gesprochen haben, wieder dieses Momentum, der war einfach so on fire und egal, was er gemacht hat, es ist irgendwie geglückt, also wirklich. Ja, und ich habe auch nach dem Spiel dann nur zu meinem Vater, glaube ich, wir haben es zusammengeguckt, habe ich nur gesagt, ja, ich hoffe, der Uwe Gensheimer lässt da mal irgendwie ein schönes Dinner mit Vorspeise, Nachspeise springen, weil David Späth saved your legacy, so ungefähr, weißt du, wie ich meine? Ja, das war echt krass. Also, alter Schwede, ey. Ich würde das sogar auch nochmal eine Nummer höher einschätzen als bei mir damals das Finale, weil bei ihm war das auch einfach, es war ein mega enges Spiel, so die ganze Zeit. Bei mir war das dann irgendwann entschieden. Mhm. Und ich konnte dann auch ein paar Paraden machen, die dann vielleicht nicht mehr so wichtig waren. Mhm. Aber bei ihm waren das ja wirklich spielentscheidende Paraden einfach so. Auch der 7 Meter, 7 Sekunden Verschluss, wie du gerade schon gesagt hast. Wenn er den kassiert, ist rum. Ja, genau. Wenn du den kassierst, dann haben die noch 5 Sekunden und müssen vorbei. Den Ball von der Mittellinie werfen oder so. Ja, deswegen, das waren einfach so wichtige Paraden auch einfach. Deswegen ist schon mein Respekt auf jeden Fall, was er da geleistet hat. Absolut. Und der Typ, muss man überlegen, gilt als oder eines der größten, wenn nicht das größte deutsche Torhüter-Talent. Ja. Und der sitzt aber, seitdem Appelgren wieder fit ist, sitzt der jedes Spiel auf der Bank. Also der spielt, der hat vielleicht, ich glaube, der hat ein Spiel gegen Gummersbach, durfte er, glaube ich, machen. Und auch zwischendrin immer mal wieder so 5 Minuten, 10 Minuten, wenn sie irgendwie deutlich geführt haben oder so. Ja. Und dann. Und dann kommt er da rein und. Der ist wahrscheinlich da nach Köln gefahren, hat wahrscheinlich vorher noch. Hat er natürlich nicht, aber so ungefähr 10 Bier gesoffen am Vorabend, weißt du, und hat sich gesagt: Ja, ich spiele eh nicht. Ja. Ey, Alter. Also eine Geschichte, das schreibt nur der Sport und das so. Und ich gönne es ihm von ganzem Herzen, ne, weil es einfach ein geiler Typ ist. Und wirklich. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber er wirkt sehr sympathisch, wie er rüberkommt. Auch, ich finde das auch nicht. Nicht zu viel, wie er jubelt oder so, sondern ich finde das einfach mega sympathisch. Weil und das kommt auch einfach von tiefem Herzen. Ja, das ist keine Show, was er da macht, ne? Der freut sich einfach wirklich so. Ja. Ne? Und das kaufe ich ihm auch komplett auf jeden ab. Fall. Ne? Ja. Und deswegen. Ja gut, also genug geschwärmt. Jetzt kommen wir mal wieder zu dir zurück. Wie geht's denn eigentlich jetzt für dich weiter? Wie lange hast du noch einen Vertrag in Lemgo? Hast du noch langfristige Ziele, kurzfristige Ziele? Erzähl mal. Ich bin nächstes Jahr auch noch, habe ich auch noch einen Vertrag in Lemgo. Ich fühle mich echt wohl hier in Lemgo. Es macht Spaß, hier Handball zu spielen. Auch wenn jetzt die letzten Spiele ich jetzt nicht so zufrieden war mit meiner eigenen Leistung. Ich finde, dass ich da noch hätte mehr zeigen können, auch wenn ich die Chance bekommen habe. So als zweiter Torwart dann reinzukommen, ist manchmal nicht so einfach, aber das ist dann einfach die Aufgabe, dass du dann ein Zeichen setzt oder Impuls setzt. Das ist mir das letzte Spiel nicht so gut gelungen. Aber im Großen und Ganzen jetzt die Saison, war ja Uhr auch verletzt länger. Mhm. Dann war auch Borko Ristowski war ja da. Und er war für mich dann auch sowas wie Torwarttrainer sogar fast, persönlicher Torwarttrainer. Mhm. Hat mir sehr viel geholfen. Ich durfte viel spielen in der Zeit. Habe auch
gute Leistungen gezeigt, finde ich. So gegen Gummersbach zweimal, auch ins Final Four, das war das Viertelfinale, eingezogen gegen die. Ja, und ich bin gespannt, wie es auch selber für mich weitergeht. Man kann das nie so jetzt sagen, ja, in 2 Jahren will ich da und da sein, sondern du weißt, es geht alles so schnell, dass dann mal gute Leistung zeigt oder schlechte Leistung oder eine Verletzung oder dass man krank wird oder keine Ahnung, das kann so schnell gehen. Ja. Deswegen bin ich nicht so der Fan davon, jetzt zu sagen, ja, in 2 Jahren möchte ich oder in 5 Jahren möchte ich da und da stehen. Ja. Auf jeden Fall. Gebe ich dir absolut recht. Kommt immer drauf an, wer weiß, vielleicht stehst du nächstes Jahr nochmal im Pokalfinale und spielst nochmal so. Und dann lädt dich vielleicht der Alfred ein oder keine Ahnung, ne? Oder man weiß wirklich nie, du sagst es, genau wie bei mir. Ja. Ich habe mir jetzt für die Aufstiegsrunde habe ich mir gedacht, okay, Jan, wenn du so hältst wie in der Saison, dann ist da was drin und dann steigt ihr auf, weißt du, und ich bin immer jeden Tag, wenn ich zum Training gefahren bin, habe ich mich ins Auto gesetzt und habe manifestiert, keine Ahnung, du stehst beim letzten Heimspiel gegen Emstetten im Tor, du hältst den letzten Ball von Tobi Reichmann und ihr seid aufgestiegen. Keine Ahnung, ihr holt die Aufstiegsshirt. Diese Gedanken kreisen bei mir im Kopf rum, weißt du? Ich meine, Aufstiegsrunde, wir schaffen das, wir sind so gut und so, ne? Und ins Training gegangen und hart gearbeitet dafür, ne? Und dann, keine Ahnung, wachst du morgens auf und hast Schmerzen in der Brust, fährst ins Krankenhaus und dir wird gesagt, okay, du kannst jetzt die nächsten 3-4 Monate mindestens nichts mehr machen. Ja, das ist echt, also Schicksalsschlag, ne? Und ich kann mir das auch gar nicht so richtig vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das zum Glück noch nicht gehabt, so was Ähnliches. Toi, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ich stelle mir das echt, echt hart vor. So. Ja, weil es einfach du denkst so viel drüber nach, dass du das unbedingt jetzt erreichen willst und dann kommt da so ein Schicksalsschlag einfach und ist einfach Mist. Absolut. Einfach so. Also das war jetzt für mich, als ich jetzt die ersten 2 Wochen dann, ich lag eine Woche im Krankenhaus, da habe ich jetzt nicht wirklich an den Sport dann auch gedacht, ne, weil es mir halt auch ziemlich schlecht ging. Erstmal gesund werden, ne, mit Schmerzen und so. Ne. Ja. Aber jetzt mittlerweile, so auch gerade nach gestern, wo ich mir dann so gedacht habe, okay, wenn du da gewesen wärst, dann hättet ihr vielleicht gewonnen. So, ja, aber ich muss mich, glaube ich, jetzt einfach auch mal wieder zurück auf den Boden holen und mich zurückerinnern, okay, du lagst am Krankenhaus, dir ging es echt schlecht, ne? Deswegen schon dich und so. Also man kann es jetzt nicht ändern, ne? Und einfach besser wieder zurückkommen. Ja. Und wer weiß, ich traue meiner Mannschaft das auch so zu, auf jeden Fall, ne? Das vielleicht irgendwie zu robben. Ja, also es gibt immer Dinge, die wichtiger sind als nur der Sport. So Gesundheit auf jeden Fall, dass man da muss man echt drauf achten, dass man da nicht zu viel macht oder zu früh anfängt oder solche Sachen, weil das geht dann schon auch echt vor. Auf jeden Fall. Ja. Es war jetzt bei mir nicht so, dass ich irgendwie erkältet Sport gemacht habe. Ne, das ist ja meistens so bei einer Herzmuskelentzündung, irgendwie eine Erkältung und dann nicht abwarten können, ins Training gehen, bla bla bla. Ne? Irgendwie eine Erkältung zu verschleppen. Aber es war bei mir tatsächlich nicht so. Also ich war zwar krank, aber ich war zu Hause, ich habe nichts gemacht. Aber an der Stelle möchte ich die Chance einfach mal nutzen, an alle Sportler da draußen zu plädieren. Wenn ihr krank seid, bitte schont euch, bleibt zu Hause. Weil das hat mich jetzt auch wieder so geerdet, diese Kacke, muss ich mal so im wahrsten Sinne des Wortes einfach sagen. Bleibt daheim, wenn ihr krank seid, schont euch, damit ihr diesen Mist nicht bekommt. Ja, gut. Genug getrauert. Wir haben jetzt schon 31 Minuten rum. Es geht schnell, wenn man so gut klarkommt. Wir kommen jetzt zur Top 7 Rubrik. Ich weiß ja, dass du den Podcast hörst und du bist wahrscheinlich auch vorbereitet. Ich habe alles im Kopf. Du hast alles im Kopf. Nicht so wie die anderen, die immer ihre Liste rauskramen. Nee, ich denke, das sind 7 Namen, die werdet ihr euch doch wohl merken können. Gut, du weißt wahrscheinlich auch, wie es abläuft. Ne? Also ich nenne die Position, du den Spieler und sagst dann 1-2 Takte über den. Okay, wen hast du denn auf unserer Position, wen hast du da stehen? Ja, im Tor habe ich Borko Ristowski. Also ich habe nur 3 Monate mit ihm zusammengespielt, aber er war für mich wirklich, er war mein Torwarttrainer, mein Mentor, kann man fast sagen. So, wir haben im Training uns die ganze Zeit unterhalten eigentlich. So, wenn jede Aktion haben wir besprochen. Er hat mir so viel weitergeholfen. Er hat mir so viel von sich selber auch erzählt, wie seine Karriere so verlaufen ist und ich konnte so viel von ihm mitnehmen, da bin ich einfach so viel dankbar. Und er kam auch einfach, um mir zu helfen. Also er kam nicht, um jetzt da zu kommen und jedes Spiel 15 Paraden zu holen, sondern er kam, um mir zu helfen, um mich weiterzuentwickeln, dass ich konstanter werde, dass ich meine Leistung bringen kann. Und
Ja, da bin ich ihm einfach so dankbar, dass er das auch gemacht hat. Das ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, ich kann mich erinnern an die Zeit, wo er mit den Rhein-Neckar-Löwen halt deutscher Meister geworden ist. Ja. So, da hat er schon eine Riesenkarriere gehabt, ne, hingelegt. Ja, auf jeden Fall. Und ist dann nochmal deutscher Meister geworden mit den Rhein-Neckar-Löwen. Ja. Und so ein geiler Torhüter. Ja. Also ich habe dem so gerne zugeguckt, ne, weil er vom Äußerlichen nicht wirklich so dem Prototypen Torhüter entspricht, ne, eher klein, kompakt und so. Aber er ist einfach ein richtig cleverer Torhüter. Richtig clever. Das siehst du dem an, dass er einfach jedem einen Schritt voraus war. Ja. Und genau das hat mir auch mega geholfen, weil ich bin Torhüter, der hat gute Anlagen, würde ich sagen. Ich bin groß, habe eine hohe Spannweite. Meine Technik ist nicht schlecht, würde ich sagen. Aber manchmal hat es bei mir noch gefehlt, so diese Cleverness einfach zu haben, die er hatte. So. Und da konnte er mir echt sehr, sehr weiterhelfen. Ja, total wichtig sowas. Okay. Wen hast du auf links außen? Auf links außen habe ich Kian Schwarzer. Oh, okay. Mein Zimmerkollege auf Auswärtsfahrten. Also er ist echt unterschätzt, finde ich. Immer wenn er bei uns spielt, bringt er seine Leistung. Das haben ihm nicht viele zugetraut einfach. Er hat es nicht einfach gehabt hinter Ellison und jetzt auch Samuel Zender. Aber wirklich, wenn er gespielt hat, hat er immer seine Leistung gebracht. Und das ist echt bewundernswert, finde ich. Auf jeden Fall, vor allem, weil er kein gelernter Linksaußen ist, ne? Ja, genau. Er hat am Anfang auf Kreis gespielt, so wie sein Vater auch. Aber dann bei uns auf Linksaußen und macht seine Sache echt ordentlich. Ja, wirklich ein Allrounder, würde ich schon fast sagen, ne? Ja. Also für die Leute, die es nicht wissen, ich gehe davon aus, die meisten werden es wissen, Kian Schwarzer ist der Sohn von Christian Schwarzer. Genau. Kommt aus Zweibrücken, gelernter Kreisläufer. Und spielt jetzt beim TBV Lemgo auf Linksaußen. Ne? Seine wievielte Saison ist das? Zweite Saison. Ja, und macht seinen Job richtig gut, finde ich auch. Ja. Wen hast du auf Rückraum links? Rückraum links habe ich Linus Geist. Ich habe mit ihm zusammen hier im Team Handball gespielt, in der zweiten Mannschaft. Einfach ein sehr guter Freund von mir. Wir haben auch immer noch viel Kontakt. Er spielt jetzt in Rimpa in der zweiten Liga. Ja, ist ein sehr, sehr guter Abwehrspieler. Ich habe gerne mit ihm zusammengespielt, weil er auch echt gute Blocks gestellt hat und du dir das heute auch oft sehr auf ihn verlassen konntest. Und einfach ein sehr, sehr lustiger Typ, mit dem du auch mal ein Bierchen trinken kannst. So. Mhm. Das gehört ja auch so in der Rubrik dazu. Ja. Und deswegen durfte er einfach nicht fehlen. Okay. Ich weiß gerade gar nicht vom. Hat er ein Stirnband gerade? Spielt er mit Stirnband? Nee, das ist Julius oder? Rose wahrscheinlich nochmal. Ah, ja, genau. Er hat rote Haare und einen Zopf. Okay. Ja, ich weiß, wen du meinst. Okay. Ja. Wen hast du auf Rückraum Mitte? Rückraum Mitte habe ich Jonathan Karlsbogart. Einfach für mich der Sportler, den ich kennenlernen durfte. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so ehrgeizig war und so. Er war wirklich nach jedem Training, ich glaube wirklich jedem Training war er im Kraftraum. Mhm. Ob er da jetzt für sich gearbeitet hat oder ob er da nur ein bisschen Stabi gemacht hat oder sich gedehnt hat, so, aber er war wirklich, er hat immer Nachbereitungen gemacht, immer noch extra Einheiten geschoben. Das war echt, da kann man sich echt ein Vorbild dran nehmen und nicht zu Unrecht wurde aus ihm jemand, den man nicht überhaupt nicht kannte, jetzt einer der besten. Einer der besten Handballer der Welt, kann man schon sagen. Auf jeden spielt Fall. Spielt beim FC Barcelona. Auf jeden Fall. Bei der Mannschaft über die letzten Jahre. Und welch Wunder, du erzählst mir, der Typ. Ein Vorzeigeprofi, Vorbereitung, Nachbereitung und diese Typen schaffen es dann halt auch. Und ich finde, ich kannte ihn jetzt nicht in der Jugend oder so, aber ich glaube, er war nicht der mit dem größten Talent gesegnet war. Mhm. Er meinte damals zu mir, dass er nie wirklich in der Jugendnationalmannschaft gespielt hat. So, aber wie er arbeitet und was er dafür gibt einfach, das habe ich bei keinem anderen so gesehen wie bei ihm. Ja, so einen Sportler durfte ich auch schon kennenlernen, beziehungsweise sogar zwei. Ich muss da jetzt aber mal Gudjon Valo Sigurdsson hervorheben. Ah, okay. Ich habe mit ihm ein Jahr zusammengespielt bei den Rhein-Neckar-Löwen und der Typ war 39 Jahre alt. 39 Jahre alt, hat in Kiel gespielt, in Barcelona gespielt, der hat alles erlebt, Champions League-Sieger, Deutscher Meister, was auch immer. Ja, das Training ist rum. Bogdan Radivojevic und ich, Bogdan war damals 23, glaube ich, oder 22, ich war 19. Okay. Wir sitzen nach dem Training auf der Bank. Ja, und Bogdan guckt mich an, sagt, Gianni, wie alt bist du? Habe ich gesagt, 19. Und du, sagt er, 22. Und wir gucken dann beide so aufs Spielfeld und wer hüpft da rum, hat sich da mit Medizinbällen, mit Weichbodenmatten, mit 800 Gramm Bällen, wer hat sich da einen Parcours aufgebaut und arbeitet eine halbe Stunde nach dem Training noch? Gudjon Valo Sigurdsson, ja. Also absolut bemerkenswert.
solche Typen. Das habe ich auch schon von ihm gehört, dass er auch so ein Typ ist, auf jeden Fall. Brutal. Ja. Ne? Und ich kann mir nur, ich kann mir jetzt leicht vorstellen, wie sich die Gummersbacher Spieler fühlen, ne? So jemanden als Trainer zu haben, der verlangt wahrscheinlich sowas auch von seinen Spielern. Ja, aber er bringt dich bestimmt auch echt weiter dann. Denke also, ich auch. Wenn so ein Trainer das von dir verlangt und du das noch einfach leben kannst, so, ja. Das... Also wirklich absolut verrückt, ey, ja. Was der Typ da gerissen hat, nach jedem Training mit 39 dann noch. Ja, okay, gut. Ja. Wen hast du auf Rückraum rechts? Rückraum rechts habe ich Isaias Guardiola, mhm. Mit seinem Bruder zusammen. Das sind so, würde ich sagen, so zwei Bezugsleute für mich in der Mannschaft. So, sie haben so viel Erfahrung beide und sind auch immer für einen guten Spruch gut. Macht einfach Spaß mit ihnen, mit Gedeon sitze ich auch in der Kabine nebeneinander und also es ist einfach, wenn ich irgendwas habe, wenn ich irgendwas reden will, kann ich immer zu beiden hingehen und habe immer ein offenes Ohr für mich. Ja, einfach. Isaias kenne ich jetzt nicht, aber ich habe ja mit Redder auch bei den Rhein-Neckar-Löwen zusammenspielen dürfen und einfach so ein herzensguter Mensch. Also absolut, kann ich so bestätigen. Ne? Ist nicht selbstverständlich, wenn da so ein 18-, 19-jähriger dritter Torhüter da mit rumhampelt, weißt du. Und er war immer einer der Ersten. Vor allem, wenn du so eine Karriere hast, so wie genau, die beiden auch. Genau. So viel Erfahrung, so viel erreicht auch. Ja. Und dass sie dann so viel weitergeben auch. Und Er war immer einer der Ersten, der auf mich zugegangen ist, ne, mit mir gesprochen hat und wie geht's und dies, das. Ne. Ja. Es hilft einem ungemein. Ne. Es ist jetzt, für Außenstehende hört sich das jetzt so an, so ja, okay, der hat jetzt einfach nur mit dir geredet. Ne. Aber wenn du da so als junger Kerl in so eine Mannschaft kommst, so ich habe mein Maul nicht aufbekommen, ne, weil ich gedacht habe, oh Gott, Alter, irgendwelche Stars und so und ich, keine Ahnung. Aber das hilft dann halt einem ungemein, selbst wenn er nur Hallo sagt und sagt, ey, was hast du heute gemacht und keine Ahnung. Ja gut, das ist bei mir auch nochmal, du kennst mich, ich bin jetzt auch keiner, der extrem extrovertiert ist. Weißt du, ich bin auch eher, manchmal eher zurückhaltend bei neuen Situationen und solche Leute helfen dir halt extrem. Absolut, so. Ja. Gut, wen hast du auf rechts außen? Rechts außen habe ich Bobby Schagen, mein jetziger Rechtsaußen in unserer Mannschaft. Einfach so ein lustiger Typ. Er macht so viel Witze in seinem Alter. Also ja, er ist nicht extrem alt, aber es macht so viel Spaß mit ihm einfach. Und auch sportlich einfach ein super Rechtsaußen, schon seit langen Jahren Kapitän der Nationalmannschaft Niederlande. Und er bringt einfach immer seine Leistung. Mhm. So, und es gibt kaum Spiele, wo ich sage, dass Bobby jetzt nur so viele Fehlwürfe hatte, sondern wenn du ihm den Ball gibst, er macht ihn rein einfach. Ja. Gefühlt, seit ich Handball gucke, spielt er auch schon erste Liga. Ja, oder? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass er war. Also irgendwie, seit ich denken kann, spielt er erste Bundesliga. Also ich glaube, er war in Nordhorn, zweite Liga am Anfang seiner Karriere. Ja, okay. Und dann ist er aber relativ schnell in die Bundesliga gekommen. Ja gut, Nordhorn, da spielen viele Holländer, ne? Holländische Grenze. Ja genau. Ne? Ja. Tarek spielt er da. Tarek. Ja, genau. Genau. Ist 3 Jahre verlängert. Okay, wen hast du im Kreis? Ja, im Kreis muss ich jetzt auch Gedeon nehmen. Also, wie ich schon gesagt habe, die beiden, ich bin so dankbar. Ich finde es echt schade, dass sie uns jetzt verlassen nach dem Jahr. Aber ich genieße jetzt noch die Zeit mit denen und versuche noch so viel wie möglich von beiden mitzunehmen. Und, einer der besten Kreisläufer oder Abwehrspieler. Genau. Mit denen ich, wahrscheinlich der beste Abwehrspieler, mit dem ich zusammenspielen durfte, bei dir wahrscheinlich ähnlich. Genau, und vor allem für uns toll, das ist auch echt wichtig, dass sie dir sagen kann, ich habe diese Ecke und du die andere und du kannst mir 100% vertrauen und dann weißt du, okay, ich gehe jetzt dahin und dann entweder blockst du oder hältst du den Ball, weißt du, und wenn du da so viel Vertrauen in einem hast, das hilft dir als Torhüter auch einfach selber. Also. Und auch mit unfassbarer Leidenschaft dabei. Genau. Ne? Spanisches Herzblut da bei der Sache. Ja. Also wenn wir da bei den Löwen irgendwie mal ein Spiel verloren haben oder was auch immer. Ja. Ich erinnere mich da auch an, da gibt es das Abschiedsvideo, weißt du, wo er verabschiedet wird bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Das hast du jetzt nicht im Kopf, aber ich habe mir das damals angeguckt, weil ich ja eben auch dort war. Ja. Das hat mir das Herz gebrochen, ne? Okay. Der Typ, also wie er sich da bedankt hat vor dieser Mannschaft. Keine Ahnung, das gibt es irgendwo im Internet. Also wirklich unfassbar, mit was für einer Leidenschaft der dabei war. Ja. Gut, wir haben jetzt die Top 7 durch, aber ich möchte von dir noch einen Trainer wissen. Trainer. Wer ist der Trainer deiner Top 7? Ja, ich hatte echt viele gute Trainer, zum Glück. Aber wirklich der Trainer, der mich am weitesten gebracht hat, ist Florian Kehrmann. Er hat mich wirklich
vom Drittligaspieler damals, der gute Leistung in der Drittliga gezeigt hat, dann hochgezogen in die Erstligamannschaft und langsam aufgebaut. Also er hat mich nicht direkt irgendwie ins Feuer geworfen oder so, sondern hat mir langsam Anteile gegeben und langsam mich hochgeführt und rangeführt. Deswegen, er hat das echt, echt gut gemacht, kann ich sagen. Aber auch so Trainer wie in meiner Jugend, die ich hatte, wie André Seitz oder Rudi Frank, waren echt super Trainer. Rudi hat mich damals auch, als er übernommen hat, in die Nationalmannschaft gebracht. Er hat zu mir gesagt, Finn, ich mache dich zum Nationalspieler. Mhm. Und dann, ich glaube, ein paar Monate später war meine erste Einladung zur Jugendnationalmannschaft. Geil, so. Geil. Und deswegen war das auch echt ein wichtiger Trainer für mich. Ja. Wie jetzt hast du es gerade gesagt, der Flug Herrmann hat dich aus der dritten in die erste Liga geholt. Wie war das für dich? Also warst du da schon dritter Torhüter bei der ersten oder hast du nur zweite gespielt? Nee, ich bin damals gekommen aus Großweichstadt und war dritter Torhüter, aber habe halt in der zweiten Mannschaft meine Spielanteile bekommen und immer wenn einer verletzt war oder krank war, bin ich hochgekommen. Okay. Und dann der typische dritte Torhüter, ja, so ungefähr. Genau. Ja, und bitte sag mir, wie hast du es erfahren, dass sie dich dann als einen von zwei wollen? Wurdest du irgendwie angerufen oder ging es über einen Berater? Wie war das? Nee, also unser Geschäftsführer, Jörg Zereike, hat mich dann angerufen. Ich konnte leider, zu dem Zeitpunkt bin ich gerade nicht rangegangen, weil ich in der Schule war, aber wir haben dann telefoniert und er meinte, dass er gerne mit mir unterhalten würde über meine Zukunft, dass sie sehr zufrieden sind mit meiner Leistung und Näheres wollen sie dann persönlich besprechen und ja, ist okay, also was wollen Sie jetzt? Wollen Sie mich vielleicht ausleihen in die zweite Liga oder was weiß ich? Aber dann haben sie gesagt, dass sie wollen, dass ich einer von zwei bin. Und ich war erstmal sprachlos, weil das war auch einfach ein Traum von mir schon immer, in der ersten Liga zu spielen. Und das lief alles reibungslos dann ab, die Gespräche. Wir mussten nicht viel über irgendwas diskutieren, also hat alles gepasst. Ich bin einfach froh, dass sie mir damals die Chance gegeben haben. Und hat sich ja ausgezahlt. Also ich weiß nicht, ob da in Lemgo der Pokal stehen würde ohne dich. Ne, von 2021. Ja, Alter, ich kann mir das nur schwer vorstellen, aber wahrscheinlich einfach so ein geiler Moment, Alter, dann zu wissen, okay, ich unterschreibe da jetzt diesen Vertrag und dann bin ich nächstes Jahr einer von zwei in der ersten Liga. Ja, also ich habe daran gar nicht geglaubt eigentlich, weil ich dachte, okay, ich spiele jetzt dritte Liga hier, nehme ein bisschen was mit aus der ersten Mannschaft und dann versuche ich irgendwie in die zweite Liga zu kommen oder zum guten Drittligisten. Und dass dann auf einmal sie zu mir sagen, ja, wir wollen dich für oben haben. Klar, du wirst nicht viel spielen am Anfang, weil du die Nummer zwei bist, klar, aber ja, das war mir scheißegal in dem Moment, wirklich. Ja. Also einfach froh, dass ich immer dabei sein konnte und das mitnehmen durfte. Und selbst wenn ich danach wieder in der dritten Liga gespielt hätte, diese zwei Jahre damals, hätte mir keiner mehr nehmen können. Auf jeden Fall. Also kann ich dir genauso bestätigen, diese Zeit, die ich bei den Rhein-Neckar Löwen und auch beim TV Großwallstadt mitgenommen habe, die hilft mir gerade ungemein. Ne? Also das war auf jeden Fall, das will ich nicht missen. Also es war einfach mega Erfahrung, die ich da gemacht habe. Okay. Ja gut, jetzt haben wir 45 Minuten rum, Finn. Ich bedanke mich bei dir. Wir kommen zum Schluss. Das war Kabinengeflüster, Folge 19, glaube ich. Ja, ich glaube Folge 19. Ich bedanke mich bei dir wirklich nochmal. Also es war wirklich mega, dich hier besuchen zu dürfen in Lemgo. Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg gegen den BHC jetzt gleich. Dankeschön. Und das war Kabinengeflüster, präsentiert von Green Monkey. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.